Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Schweineschlügel auslöse für Kärntner Schinkenspeck. Was benötige ich dafür? Erst einmal die Ausrüstung. Ich habe eine Schürze an, da habe ich eine Kettenschürze angezogen. Die wende ich immer an, weil das ist eigentlich die sicherste, weil wir sie in meinen Bauch reinschneiden sollten. Das ist gleich einmal sehr gefährlich. Dann habe ich einen Kettenhandsch. Und wenn Sie sich fragen, was das ist dafür, wenn der Kettenhandsch zu lang ist, zieht das ein bisschen zurück, dann steht da die Kettenhandsch nichts drüber, können Sie nicht einschneiden. Wie das zum Greifen ist. Dann habe ich zum Messer schärfen. Einen Stahl brauche ich nicht. Ein Auswehrmesser, gerade Klinge, das ist 15 cm lang. Ein Messer zum Zuschneiden. Eine Knochensäge für die Pfote zum Abschneiden. Beim Messer schärfen immer schön grad durchziehen. Als erstes schneide ich die Stölzen ab. Den Fuß schneide als erstes weg. Schneide ich ein Messer da an. Nehme die Knochensäge. Sehen Sie, unser Fuß ist abgeschnitten. Jetzt trenne ich das Stölzchen herunter. Ich trenne es jetzt etwas größer ab, weil wir machen daraus gesäuchte Stölzen. Und da soll es ein bisschen fleischiger sein. Da schneide ich da rein, das ist. Da ist noch das Eisbein, eine wunderschöne Stölze. Jetzt drehe ich den Schweinschlügel so her. Da ist der Schwanzknochen, Beckenknochen. Da herin befindet sich das Kachelfleisch oder Fledermaus. Hervorragend geeignet zum Grillen, Panieren, tolles Fleisch. Jetzt schneide ich den Schwanzknochen weg. Ich fange da ein bisschen an und da schaue ich den Beckenknochen. Ich schaue, dass ich die Beine schon wegbringe. Und ich schneide das an, Schatz. Und wenn Sie jetzt sehen, da sehen Sie die weiße Linie mit dem Knorpel, da müssen Sie mit dem Messer reinschneiden. Dann biege ich mit der Hand ein bisschen auf. Schatz. Schaut, der Knochen ist sauber. Jetzt beim Beckenknochen. Da befindet sich ein bisschen Fleisch drauf, da schneiden Sie weg. Schauen Sie weg. Jetzt. Schauen Sie, da ist der Knorpel. Jetzt schneide ich das Kachelfleisch raus, da oben heran. Jetzt kommt der Beckenknochen an. Das ist eigentlich das, was am meisten Schwierigkeiten bereitet. Erstmal ist da die Oberschale und das ist da eigentlich fest. Da ist ein Loch drin im Knochen. Was ich jetzt mache, früher haben wir das mit einem Streicher gemacht, ich mache es jetzt anders. Ich schneide da mal rein, da ganz am Knochen entlang, schauen Sie. Dass ich das Gelenk aufkriege. Jetzt drehe ich den Schlügel her. Jetzt nehme ich von der Maldon, drehe die Schwarten runter. Vom Kaiserteil. Jetzt sehen Sie. Da die Naht, die mittlere ist, schauen Sie, da schneiden Sie eine. Jetzt komme ich da auf die Nuss. Und da am Knochen entlang. Da schaue ich, dass ich nicht zu tief reinkomme. Das ist der Vorteil, dass der Beckenknochen auch schön frei da liegt.
Das ist Käsertell. Weil beim Schinkenspeck ist wichtig, dass ich keine Schnitte einbringen kann. Dass es alles schön zu bleibt, weil überall, wo ein Schnitt drin ist, ist noch die Gefahr, dass der Schimmel kommt und die Fliegen einliegen. Jetzt stellt ihr so. Da weiß ich, dass er auf der Beinhalt bleibt. Der Knochen ist einwandfrei sauber. Jetzt gehen wir zum Wurstfleisch. Jetzt der Mittelknochen, der Röhrenknochen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich da stelle ich an und tritt da die Beinhaut an. Beinhaut, schaut so auf, Beinhaut entlang. Und da das Gleiche. Weil beim Schinkenspeck soll das die Linie soll geschlossen bleiben. Das wird keine Nuss, dass da kein Riss drin ist. Weil fühlt sich nachher die Gewürze, Feuchtigkeit, so funktioniert gleich zum Schimmeln an. Jetzt fahre ich ein Messer her, schaue, dass ich da die Beinhaut durchtrenne. Schauen Sie, das ist so. Dann fahre ich mit dem Daumen das her. Und und jetzt heißt das, der Knorpel gebrochen. Das, da ist nämlich, da muss ich aufpassen, ich stelle da her. Und schneide da am da jetzt so, da stelle ich mir Messer her. Da ist nämlich eine Knorpelschicht drauf vom Gelenk. Siehst du? Und der Knorpel, siehst du den Knorpel da? Der soll drin bleiben. Das hat nämlich jetzt den Vorteil, der Knochen ist weiß. Was ist früher alles gebrandelt worden? Der Knorpel ist gebrochen. Das heißt, ich habe da drin kein Loch. Das bei Trocknen tut mir leichter, weil da bildet sich keine Flüssigkeit drin, keine Gewürze. Und die Fliegen, war früher aber ganz wichtig, weil sonst da legen gerne die Fliegen ihre Eier ein, wenn sie eine Fliegen wo haben. Und so haben sie da kein Loch, das ist geschlossen. Schau's. Das heißt, der Knorpel gebrochen. Jetzt stelle ich da noch den Knorpel weg. Und dann werden wir es durchputzen. Und da ist die Kniescheibe, die ist früher drin geblieben. Aber jetzt hat sich durchgesetzt, wenn man es ausschneidet. Nur beim Ausschneiden aufpassen, flach ausschneiden, nicht zu spitz, weil dann stiche ich in die Nuss rein. Ganz. Ganz, das ist die Kniescheibe. Und wenn ich das jetzt zuputze, drehe ich so her. Die ganzen losen Teile kann wegstehen, ich schneide so hinten runter. Schau, her. Das ist gleich für Speck, schau, da habe ich wieder einen Schnitt. Da schneiden wir auch weg. Jetzt schneiden wir da die Stelzenkopf ein bisschen weg. Da von der Nuss. Jetzt schneide ich den Schinkenspeck so. Da ist ein bisschen Knorpel, schneiden wir weg. Da diese weichen Gewebsteile schneiden wir weg. Da ist die Nuss, da hebe ich ein bisschen weg, den Deckel gebe ich gerade ein bisschen weg, dass es schön gerade ist.
Case um. Aber so schaut der Schinkenspeck schon schön aus. Wie gesagt, Sie müssen aufpassen, dass da kein Loch drin ist, keine Schnitt drin sind, alles schön gerade ist, keine, damit die irgendwie nicht reinschneidet, weil das trocknet nachher, da haben die Fliegen und alles keine Chance mehr, was anzulegen. Oder auch der Schimmel nicht, so ist auch schon. Wenn wir uns Druckkreiseiten anschauen, ist ein schöner Speck. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie das Geisersalz schon putzt. Da ist der Deckel drauf, der kommt runter. Aber da ist vielleicht ein bisschen also was, ein ganz schönes drauf, das ist da weg. Da ist ganz super Wurstfleisch für Bratwürstel machen oder so Sachen. Das ist da weg. Da schneiden wir immer, wo man frisch anschneidet. Wichtig ist im Umdrehen, da ist er. Das ist also ein bisschen dunkleres Fleisch, das ist so ein Ding, das schneiden wir weg. Die ganzen losen Gewebsteile, Weichen, schneiden wir auch weg. So. Wie aus der Schale Schnitzel schneidet, das habe ich verlinkt. Das zeige ich Ihnen oben, verlinke ich Ihnen an. Da können Sie anschauen, wie man richtig schneidet. Beim Schnitzel schneidet jetzt aufpassen, die Faser läuft so, dass man immer gegen die Faser schneidet. Gell? Dass man nicht so anfängt, sondern entweder so anfängt oder so anfängt. So, welche Teile haben wir denn jetzt alles? Da haben wir die Pfote, das Eisbein, das Geißerteil, Kachelfleisch oder Fledermaus und die Platte für den Schinkenspeck. Schön sauber zugeschnitten, keine losen Teile, keine Schnitt drin. So geht's. Jetzt wird eingesalzen mit 38 Gramm Salz, Pfeffer, Knoblauch, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, wie jeder haben will. 5 Wochen in trocken gebügelt, dann kurz abgewaschen mit lauwarmem Wasser. Und bis der Schinken dann fertig ist, ist fast ein Jahr rum, gell? Bis er richtig trocken ist. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.